So, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu Crisis Remastered. Wir sind mittlerweile bei Part 9, glaube ich, oder so. Und was soll ich sagen, wir kämpfen hier gerade gegen die absolut miesesten Viecher, aber wir irgendwie, also irgendwie kommen wir durch. So viel kann ich sagen. Aber mal gucken, ob das auch weiterhin so der Fall sein wird. Ja, ein wunderschöner neuer Tag ist für mich angebrochen. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich gestern war oder was hier los ist, aber ich gebe mein Bestes. Ich kann nicht schießen. Ach so, weil das meine Teammates sind. Warte mal. Ich wollte gerade schon sagen, hä, warum kann ich nicht schießen? Was davon übrig ist? Strickland hat sich schon angekündigt. Wir hätten nicht gedacht, dass sie es schaffen. Haben Sie einen meiner Jungs gesehen? Da drin ist das 200 Grad kalt. Da lebt nichts mehr. Zumindest nichts Menschliches. Was ist da drin los? Was sind das für Teile? Wüsste ich auch gern. Wo ist der CEO? Sag zum Team, wer ist da drin? Okay, dann gehen wir doch mal hier rein. Hallo! Schönen guten Tag. Hier ist die Hölle los, Sergeant. Wir können nicht noch einen Vogel riskieren. Wir müssen unsere Verwundeten ausfliegen. Stoßen Sie durch das Tal zum Evakuierungslager vor. Hier nur Gaussgewehr. Das tauschen wir mal nicht, du. Da bleibt alles so, wie es hier ist. Hallo, schönen guten Tag. Schön, Sie zu sehen, meine Herren. Wir sind wohl auf uns gestellt. So eine Hightech-Rüstung wäre toll gewesen, als das Eis kam. Ich habe Befehl, diese Männer zum Evakuierungslager zu bringen. Der steht aber auch ein bisschen sehr starr da. Geh doch mal aus dem Weg, Jürgen. Jürgen! Okay, wir müssen offensichtlich den Raketenwerfer verwenden. Wo ist denn der? Hallo! Schönen guten Tag! Wow. So, haben wir das Viech weg. Sehr gut. Raketenwerfer-Munition nehmen wir gleich mit. Warm, Junge. So. Oh Gott, Alter. Was denn? Was soll ich denn aufhalten? Um Gottes Willen. Ist doch völlig egal. Wo ist denn das? Wo ist denn das Vieh? Die Soldaten stehen hier aber auch nur so ein bisschen rum, glaube ich, oder? Okay, da muss ich rüber. Dann machen wir das doch. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin jetzt hier. Okay, in Fahrzeug steigen. Let's go. Okay, ich sichere jetzt nach hinten. Das kann ich nämlich sehr gut. Oh mein Gott. Okay, 12 Uhr ist vorne, oder? Nee. Hä? Was ist denn jetzt hier? Oh Gott, ihr Wichser! Ja, das ist halt alles gar nicht so leicht hier, meine Freunde. Ja, da... Wow! Okay, den haben wir. Oh Gott, was ich hier am Kurbeln bin, Leute. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Das ist schlecht. Ah, das ist ja super. Ah. Bringen Sie Ihren Hintern zur Absturzstelle Nomad. J-Sock möchte, dass wir die Zivilisten da rausholen. Ich schicke Ihnen eine Maschine, die Sie abholt. Ich baller hier, was geht, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Oh Gott, kurbeln, kurbeln, Kinder! Oh Gott, okay, ich muss nicht mehr kurbeln. Oh, Glück gehabt. Oh nee, das wollte ich nicht. Aber schön, dass es trotzdem passiert ist! Oh Gott. Ich bin ein... Wir sind unterwegs. Okay. Hallo. Oh Gott, das war ein Fehler, oder?
Ja, wobei. Tja. Die Frage ist, ob Dr. Rosenthal ein Star ist, weil, also, wenn nicht, dann kann man es auch nicht rausholen. Okay, dann. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir die bekämpfen oder wollen wir hier durchschleichen? Bleiben Sie ruhig, Helena, wir holen Sie da raus. Ja. Okay, ich versuche hier so ein bisschen in Deckung zu bleiben. Warnfeld aktiviert. Ja, das ist halt hier alles super beschissen, to be honest. Ja, das Problem ist, ich werde wahrscheinlich nicht an die Dr. Rosenthal rankommen, ohne die beiden Viecher da zu töten. Energie kritisch. Ja, wir müssen es. Aber wobei, ich kann hier reinspringen, glaube ich. Ja. Ja, scheiße. Warte mal, das ist unser Mate? Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Helena, stoßen Sie zur und helfen Sie. Okay. Die ist hier drin, oder was? Ja, aber wo denn? Hä? Ich bin mega verwirrt. Moment mal, da ist die vorne drin. Ah, die ist vorne drin bestimmt. Oder nee, warte mal. Ja, okay, als erstes töte ich mal die Viecher, sonst geht's ja, glaube ich, gar nicht weiter. So, und jetzt gibt's den Viech an den Kragen, Alter. Okay, das war nice. Das war sehr gut. Ah, guck mal. Ah, jetzt wird die wahrscheinlich von den anderen Leuten geborgen. Verstehe. Ah, alles klar. Ja, ich auch. Das mache ich auch mehr sauber. Ich muss. Ja, na. Mate! Soll ich dir mal einen Spoiler sagen? Das ist gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer, gar nicht so leid. Digga, wie viele sind das denn? Alter, jetzt gibt's ja auf den Sack, ihr Fotzen. Sobald ich. Oh Gott, Leute, was ist das hier für eine Kurbelarbeit? Alter. Okay, ich glaube, ich muss hier raus. Okay, den machen wir platt. Leute, das ist ja alles ein Hexenwerk. Alter, guckt euch das mal an, wie wir gefickt werden. Ja, das Geschütz ist im Arsch, du Wichser. Aber ich meine, wir machen die Viecher ja auch so platt. Okay, den haben wir auch. Alter, wie viele sind das denn noch? Eine Maschine ist schon unterwegs zu Ihnen. Ah, das ist gut. Also irgendwas funktioniert hier nicht mit den mit der Fahrzeugsteuerung. Da ist irgendwas ganz im Argen. Ja, jetzt habe ich meine Raketenwerfmunition verschwendet. Toll gemacht. Schaffen Sie die Zivilisten an Bord. Wir haben nicht viel Zeit. Oh. Halten Sie mir diese Mistkerle vom Hals! Prophet, Sie fliegen mit hier. Ich gebe Ihnen Feuerschutz, bis Sie in der Luft sind. Wir sehen uns auf dem Träger, Nomad. Viel Glück. Okay, hallo, schönen guten Tag. Ich bin Nomad. Hä, wie jetzt? Ach so, wir müssen ihm Feuerschutz geben. Ach lol. Sorry, ich war gerade verwirrt, Entschuldigung. Ich habe gerade gedacht, er hat mit uns geredet. Es war mein Fehler, es tut mir leid. Das nicht. Norman, wir holen Sie da alle raus. Versuchen Sie, die Evakuierungsstation zu erreichen. Wir können es uns nicht leisten, die Daten Ihres Anzugs zu verlieren. Okay, da drauf zu schießen bringt anscheinend gar nichts. Oh. Ja, ich wollte es einfach mal
Ich wollte es einfach mal probieren. Entschuldigung. Halten Sie auf, wir verschwinden. Okay, jetzt müssen wir evakuieren oder was? Okay, Vollgas. Ja gut, so weit ist es ja nicht. Ich hätte wahrscheinlich das Fahrzeug nehmen sollen. Norman, wir holen Sie da alle raus. Egal, lauf mal ein bisschen. Versuchen Sie, die Evakuierungsstation zu erreichen. Wir können es uns nicht leisten, die Daten Ihres Anzugs zu verlieren. Schön getroffen zu werden, Major. Die KVA hat das Tal bereits evakuiert. Bis auf ein paar Artilleriegeschütze. Oh. Unsere Jungs haben sie übernommen, oh, also greifen Sie sie nicht an. Vollgas. Oh Gott. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin's, der Nomad. Nomad, Sie strömen in das Tal. Wir müssen diese Position halten, bis wir die Verwundeten auslegen können. Warm, Junge, Alter. Ich mach mal platt, du Fotze. So, nämlich. Jetzt wird nämlich mal ein bisschen in die Luft geschossen hier. Fickfressen. So, jetzt gibt's ihn ja auf den Sack hier. Herzliche Grüße vom Weihnachtsmann. Das macht gar keinen Sinn. Aber so viel Damage macht sie gar nicht zum Glück. Oh Gott, ich werde hier sterben. Fuck! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, das haben wir auch. Sehr gut. Ich meine, so viele können aber gar nicht mal sein, Alter. Wir haben doch schon so viel getötet. Holy fucking shit. Aber da kommen immer wieder welche nach, ne? So, machen wir das nochmal weg. Verdammt, wir kommen genau auf uns zu. Ich will Raketenwerfer auf dem Hügel da. Jackson, Sie sich an diesen Bergrücken besetzt das verdammte Artilleriegeschütz. Ihr Roger 14, bereit zur Landung. Beginnen mit Exfiltration. Okay, Leute, wir rücken ab. Wir schaffen alle von der Insel und formieren uns neu. Ach du Scheiße. Ja, wo muss ich denn... muss ich denn hin? Angeblich hier vorne hin, aber das erscheint mir etwas sehr, sehr... Okay, aber nee, nee, funktioniert nicht. Nee, ist schon richtig. Also ich muss hier sein, laut Spiel. Okay. Ja, ich komme ja schon. Huhu. Und hoppi. Starten Sie, Roger! Überlassen Sie den Bastard mir! Was ist mit Ihnen, Major? Ich bin ein Marine. Ich laufe übers Wasser, wenn es sein muss. Jetzt verschwinden Sie von meiner Insel los! Ich denke, wir schaffen es! Festhalten! Strickland! Das war Strickland. Scheiße. Aber ich hatte schon gedacht, dass es so enden wird. Okay, tschüss! Wir gehen dann mal, ne? Schönen Abend euch noch. Schönen Tag. Schöne Woche. Whatever. Eieiei, du. Halten Sie sich fest, meine Herren. Die Vorhersage? Scheiß Sturm. Im Tal vor uns wimmelt es von fliegenden Feinden und so ein Wetter habe ich auch noch nie erlebt. Alter, die zittern alle, oder? Festhalten, sieht das nur so aus? Besuch. Ist getroffen. Mach das Cockpit auf!
Moment, war ich oder was? Nee. Hans 4, hier Zentrale, hören Sie mich? Zentrale, hier Nomad. Unser Pilot ist tot. Ich fürchte, wir haben einen Motorschaden. Ich habe die Maschine unter Kontrolle, aber ich bin kein Pilot. Was soll ich machen? Ihr Sekundärtriebwerk ist ausgefallen. Behalten Sie eine niedrige Flugbahn bei, sonst überlasten Sie das Haupttriebwerk. Ah, okay, alles klar. Wir fliegen Truppen auf die USS Constitution aus. Sehen Sie unsere Maschinen vor Ihnen. Also ich kann nicht wenden. Folgen Sie ihn, sie eskortieren Sie durch das Tal. Bleiben Sie bei uns, Robert. Also irgendwas funktioniert ja aber mal gar nicht. Moment mal, also hier funktioniert ja mal was überhaupt gar nicht, du. Entschuldigung. Hä? Fahrzeuge. Mausrad hoch. Okay, ich übernehme das Ganze mal. Wir holen Sie da raus. Ich kann überhaupt nicht... Hä? Ankunft in circa 5 Minuten. Roger. Hä? Das... Bitte, was? Hä? Also irgendwas ist hier offensichtlich kaputt. Also Leute, also... Ich kann nicht... Hä? Hier passiert... Okay, also offensichtlich ist hier alles. Naja, also irgendwie meine Maus Nomad, hat... halten Sie uns den Rücken frei, während wir unsere Jungs an Bord nehmen. Roger. Ja, aber wie? Ich kann das Nomad, nicht. Sie haben Feuererlaubnis. Okay, also offensichtlich ist hier irgendwas kaputt. Entschuldigung. Ich muss auch vom Kontrollpunkt mal neu starten. Okay, es geht immer noch nicht. Alter, als ob das hier... Oh, nein! Ach, Mama! Bitte tu mir das nicht an! Was passiert, wenn ich das mache? Ah, jetzt... Ah, okay, wenn ich auf absolutes Maximum stelle, dann kann ich zumindest ein bisschen steuern. Aha. Ja, klasse. Ach, du Scheiße. Okay, jetzt ist aber die Steuerung aber sehr anfällig. Na egal, wir machen das Beste draus. Alter, kommt mir das nur so vor, dass Nomad, der Heli unfassbar schnell. Nomad, halten Sie uns den Rücken frei, während wir unsere Jungs an Bord nehmen. Roger. Landet im Anflug. Nomad, Sie haben Feuererlaubnis. Okay. Okay, also jetzt ist die Mausempfindlichkeit deutlich zu hoch. Wir sind jetzt unten. Nomad, geben Sie uns so lange Deckung. Ja, so offensichtlich. Warum haben wir so einen unfassbaren Linksdrall? Ist das gewollt vom Spiel? Das Problem ist, mit der Steuerung kann ich ja mal gar nichts machen. Zentrale, wir sind startbereit. Sichern Sie den Luftraum, Nomad. Unsere Maschinen müssen jetzt abheben. Over. Verstanden. Ja, ich gebe wirklich mein Bestes. Gute Arbeit, okay. Nomad. Sie sind ein Naturtalent. Die Luft ist Verteidigen rein. Verteidigen Sie an das Plateau. Der Luftraum ist frei. Aber guck mal, das sieht doch total schräg aus, oder? Oder bin ich wahnsinnig? Ein paar Klicks talaufwärts ist noch ein Exfiltrationspunkt. Alles klar, Norman, folgen Sie uns. Hier, ich kann überhaupt nicht das Ding... So, jetzt ist das Ding gerade. So, jetzt können wir mal hier... Festhalten, gleich wird's ein bisschen stürmisch. Die Sphäre wird größer. Links halten, Norman. Oh Gott. Bleiben Sie von dem Eis weg. Okay, ich habe auch offensichtlich ziemliche Probleme hier. Also das ist definitiv nicht mein Lieblingspart hier. Das ist... Boah, ist das schwierig. Akku. Ah, so kann ich das. Ah, jetzt wird mir so einiges klar hier, meine Freunde. Das war mir jetzt so gar nicht klar gewesen. Ja, aber wo ist denn das jetzt hier? Ah, Senkrechtstarter. Ah, ja, mal. Ah, perfekt nach rechts rollen ist eh. Warum kann ich das nicht gleichzeitig haben? Okay, dann müssen wir halt die 1 drauflegen. Das ist zwar auch super beschissen. Also Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade so viel hier... Da unten. Negativ. Keine Antwort auf den sicheren Kanälen. Wir kommen zu spät. Verdammter Mist. Nähern uns nächsten Okay, aber so langsam kommen wir rein. Kurs Ost 3 Klicks. Roger. Oh. Warum sind wir jetzt abgestürzt? Das ist gar nicht gut, glaube ich. 1-8 an 6-5. Irgendein Lebenszeichen da unten. Negativ. Keine Antwort auf den sicheren Kanälen. Wir kommen zu spät. Verdammter Mist. Nähern uns Ihr Nachbrenner aktivieren und er geht sofort in die... Hä? Warum gehen wir nach hinten? Hä? Was macht er? Warum sind wir hier auf dem Boden? Ich drücke jetzt... Ich drücke nichts. Roger, Zentrale. Also ich muss offensichtlich... Also irgendwas ist hier völlig... Oh Gott, bitte nicht. Ja.
Also irgendwas funktioniert hier gar nicht nach Plan. Da bin ich mir sicher. 1-8-1-6-5. Irgendein Lebenszeichen da unten. Negativ. Keine Antwort auf den sicheren Kanälen. Wir kommen zu spät. Verdammt, ja, aber guck mal, der singt. Warum? Was tue ich? Roger. Hä? Was? Also, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das denn so gewollt ist. Nomad, in dem Tal da vorne evakuiert ein Senkrechtstarter Verwundete. Leisten Sie Luftunterstützung. Roger, Zentrale. Oder ist das, weil ich hier in diesem Auge bin, oder was? Halten Sie durch, Walter. Bin ich jetzt in diesen Strudel gekommen, oder was? Ah, weil hier der Strudel ist. Ah, alles klar. Okay, ja, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen blöd, aber ich muss ja auch erstmal hier zurechtkommen. Keine Antwort auf den sicheren Kanälen. Wir kommen zu spät. Verdammter Mist. Nähern uns nächsten Exfiltrationspunkt. Kurs Ost 3 Klecks. Roger. Okay, aber es scheint alles noch zu funktionieren. Alles klar. Ja gut, man muss ja hier auch erstmal verstehen, was überhaupt los ist. Moment, in dem Tal da vorne evakuiert ein Senkrechtstarter Verwundete. Leisten Sie Luftunterstützung. Roger, Zentrale. Hier, Vulture 2-0. Ja, ich komme ja schon. Sofortige Luftunterstützung. Sekundär. Halten Sie durch, Vulture. Ich bin unterwegs. Beeilen Sie sich, Norman. Sichern Sie den verdammten Luftraum. Over. Ja, aber Zentrale, offensichtlich wir hatten hier eine Brandgeschosse der KVA für die Constitution, aber wir sind überladen. Können Sie einen Vogel schicken, um das Zeug abzuholen? Roger 2-0. 1865, nehmen Sie das Zeug an Bord. Nomad, Sie sichern Sie ab. Roger, Zentrale. Nomad, geben Sie uns Deckung. Ja, na, ich bin hier echt hier hart am Hasseln, du. Also ich gebe mir echt Mühe, aber schneller will die Karre nicht. Eieiei, du. Uff. Okay, aber verteidigen Sie den Senkrechtstarter. Na, das kriegen wir hin. Okay, 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 jetzt muss ich... Oh Gott. Oh Gott. Ich muss besser ausweichen, glaube ich. Aber den Part kann ich hier wirklich gar nicht. Also hier auch das Aiming, das ist wirklich nicht einfach. Vulture 2-0, hier ist Nomad. 69. Nomad, setzen Startvorgang fort. Okay, wir sind in der Luft. Danke für die Hilfe, Nomad. Fliegen wir die Vögel zum Tiger zurück. An alle Einheiten, auf der Straße da vorne wird ein Konvoi angegriffen. Sie dürfen eingreifen, aber die Rückkehr der Vögel auf den Träger hat oberste Priorität. Also Vorsicht, over. Roger, Zentrale, hier wimmelt es von Gegnern, aber wir tun, was wir können. Okay, zum Konvoi. Ja gut, ich muss ja eh zum Konvoi. Also ich muss ja eh hier lang, da kann ich auch den Konvoi noch fix verteidigen. Eieiei, du, aber wir sind auf 61%, das ist nicht gut. Das ist viel zu viel Damage, den wir schon gekriegt haben. Und irgendwie der Sound ist auch am rausbuggen. Also das ist hier eine ganz üble Mission, finde ich. Die sind schnell! Sie fallen über den Konvoi her! Ich komme nicht an sie ran! Unsere Jungs da unten haben keine Chance! Verdammt, der Konvoi ist erledigt, Jungs! Wir können nichts mehr tun. Ja, na können wir auch nicht, weil ich hier nicht vorwärts komme. Wir kommen zurück. Positiv, kommen Sie zurück, solange Sie noch können. Nomad, wir fliegen zur Basis zurück. Folgen Sie uns, wir bringen Sie hier raus. Hier, ich kann überhaupt nicht... Was ist denn da die Taste dafür, um mir den Nachbrenner zu aktivieren? Also tut mir jetzt natürlich sehr, sehr leid für den Konvoi. Ich möchte mich da also nicht da... Entschuldige, hier, Nachbrenner ist Shift links. Da drücke ich. Ich drücke Shift links, aber es passiert nichts. Das Ding gibt einfach kein Gas, als wenn irgendwie, weiß auch nicht... Eject. Wieso Eject? Warum soll ich ejecten? Hab ich gar keinen Bock zu, um ehrlich zu sein. Hier, guck mal, der gibt überhaupt... Hier, guck mal, ich drücke Shift gedrückt, aber ich komme mir vor, als wenn ich irgendwie... Weil hier, so eine Kaffeefahrt, so. So ungefähr kommt mir das gerade vor. Schießen Sie in Stöcke! Verdammt! Arme Schweine. Wir können Ihnen nicht mehr helfen. Wir müssen weg von dieser Insel. Ja, müssen wir auch, aber was ist das hier? Diese Steuerung. Dass wir es geschafft haben. Gute Arbeit, Nomad. Gehen Informationen auf 109. 19 Klicks bis zum Ziel. Bringen wir die Vögel nach Hause, Jungs. Ja, machen wir. Das ist ja alles viel zu wild. Okay, wir haben erst 33% Schaden. Ja, das heißt, wir fliegen jetzt weg, aber irgendwas ist hier kaputt. Tolle aber Show, Nomad. Sie sind 2-0 Klicks vom Träger entfernt. Der Luftraum von Ihnen ist frei. Kommt nach Hause, Jungs. Nomad, hörst du mich? Wir haben es auf den Träger geschafft. Ich bin hier bei Prophet und Helena. Wo bist du? Verstanden, Psycho. Ich bin in etwa 10 Minuten bei euch. Beeil dich, Alter. Das glaubt er wohl selber nicht. Ich habe hier ein kleines Souvenir für dich.
fliehen sie zum Flugzeugträger erfüllt. Ach, wie schön. Ich habe jetzt echt gedacht, wir wären nochmal gefickt vom Spiel, aber anscheinend nicht. Alter Schwede. Boah, eieiei, du. Aber wir haben es geschafft. Aber das war wirklich nicht geil. Also ganz ehrlich, das war richtiger Müll. Wie war ich? Wir leben noch, Lieutenant. Ich würde sagen, sie waren gut. Alter, wie so eine Formel 1 Nutte damals hier in der Dingens. Auch mit so einem Regenschirm. F1 2002, Alter, da kann ich mich noch dran erinnern, das war geil. Hey, Nomad! Ganz schön hässlicher Bastard, was? Ja, okay. Psychos kleines Café. Hey, vorsichtig! Der Admiral muss verrückt sein, dieses Ding an Bord zu nehmen. Möchten Sie irgendwas sagen, Collins? Nein, Sir. Das denkt mir. Ja, ich mir auch. Ist es doch auch, oder? So ein Ding war auch bei unseren Generatoren in der Mine. Diese Kreaturen scheinen nahen Stromquellen Energie zu entziehen. Hätten Sie das nicht auch etwas früher sagen können? Nomad, der Admiral will mit dir reden, unten im CDC. Das Video, das du geschickt hast, hat ziemlichen Wirbel gemacht. Wir sollten lieber runtergehen. Gehen Sie nur. Wir sehen uns. Alles klar, mein Schatz. So, na dann gehen wir nochmal. Komm schon, der Admiral wartet. Ja, der Admiral wartet, aber dafür muss ich erstmal wieder meine Dingens hier zurückstellen. Das ist alles nicht gut. Okay, wir übernehmen das Ding, so. Schön, dass du es geschafft hast. Wo warst du? Also irgendwas passt da hier trotzdem schon wieder nicht. Irgendwas ist da hier schon wieder komisch. Ich hasse das, wenn ich im Spiel die Steuerung umstellen muss. Dann denkt er ja auch, dass ich völlig dumm bin. Aber keine Ahnung. Heil dich, Alter! Ja, mach ich. Hilft ja nix. Ach, Mann. Okay. Muss ich denn hier rein? Wo ist denn hier der Eingang? Achso, hier ist der Eingang, ich Idiot. Ah, hier geht's durch. Ah, alles klar. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Warte mal, wo muss ich hin? Okay, ein Lazarettschiff aus Japan ist schon unterwegs, aber das dauert. Bis es hier ist, müssen wir... Ah, hier müssen wir durch. Ah, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, was uns hier am Ende des Ganges erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, dann bedanke ich mich jetzt ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Aber diese Viecher, also die haben es wirklich in sich, das kann man sagen. Und ja, ansonsten Entschuldigung nochmal hier wegen, ne, ihr wisst schon, wegen der ganze Steuerungsmist. Aber keine Ahnung, ich weiß ja doch nicht, also ich meine gut, das ist halt ein sehr altes Spiel wahrscheinlich, ne. Also nicht nur wahrscheinlich, es ist ein altes Spiel und deswegen ist es wahrscheinlich so problematisch. Und keine Ahnung, aber was immer die da für ein System hatten, es geht zumindest für mich nicht auf, aber gut, so ist es halt, naja. Whatever. Naja, na gut. Dann sage ich mal in dem Sinne einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal und habt einen schönen Tag. Tschüss.